Boah, Petrus ist wie geflasht. Jesus auf dem Berg Tabor in weißen, strahlenden Kleidern. Wer wäre da wohl nicht geflasht? Jesus, der Sohn Gottes, aus österlicher Perspektive, so erlebt er ihn. Petrus weiß nicht, was er sagen soll und will drei Hütten bauen. Eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia, die auch dabei sind. Er fürchtet sich, wie auch die anderen Jünger, und ist ganz benommen, heißt es. Bis Jesus von den Toten auferstanden ist, sollen sie niemandem von diesem Tabor-Erlebnis erzählen, verbietet Jesus den Jüngern. Und wir? Wir dürfen und sollen von ihm erzählen und damit auch unseren Glauben deutlich machen durch Wort und Tat. Aber tun wir das auch? Kann man uns immer ablesen, dass wir zu Jesus gehören? Die österliche Bußzeit ist eine gute Gelegenheit, sich das zu fragen, dem neu auf die Spur zu kommen. Jede und jeder Getaufte. Einen gesegneten zweiten Fastensonntag aus Frieren.